In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie du die Probleme in deinem Unternehmen finden kannst und vor allem, wie du die Probleme findest, die aktuell gar nicht sichtbar sind für dich. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist immer noch Alex und wir starten jetzt direkt mal mit einem Thema, was für viele halt ein Riesending ist, ne? Probleme im Unternehmen. Was heißt Probleme eigentlich? Probleme sind in meinen Augen immer so Fehler. Also Dinge, die einfach schieflaufen, Dinge, die Zeit kosten, Dinge, die Geld kosten. Mal ganz simpel, ne? Irgendwas von beiden kostet es immer und wenn es Zeit kostet, kostet es auch Geld, weil Arbeitszeit muss bezahlt werden. Also im Endeffekt kosten Probleme immer Geld. Das kann man sich schon mal merken. Bedeutet, du könntest wahrscheinlich einen doppelten Gewinn machen, wenn du weniger Probleme hättest, ne? Und das ist auch der Ansatz, den man gehen sollte, dass man sich fragen sollte, okay, wo passieren die Fehler, wo passieren die Probleme? Wie kriegst du das jetzt raus? Das erste Mal, was du wissen musst, für jedes Problem, was du mitbekommst, je nach Unternehmensgröße, kann der Faktor sich unterscheiden, ich sag mal so bis 30, 40, 50 Mitarbeiter. Für jedes Problem, was du mitbekommst, für jeden Fehler, den du mitbekommst, passieren 3 bis 5 weitere. Na? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du mitbekommst, der Mitarbeiter, dass bei dem Kunden irgendwas schiefgelaufen, das kann natürlich bei größeren Unternehmen können es auch 10-mal so viele sein, das ist auch klar. Ne? Aber ich sag mal, bei normalen Unternehmensgröße, 20, 30, 40 Leute, ist ungefähr 3 bis 5. Ne? Du kriegst mit, bei dem Kunden ist irgendwas schiefgelaufen, okay, das ist noch 3 bis 5 Mal was anderes passiert. Warum kriegst du das nicht mit? Weil der Mitarbeiter es selber löst. Einfaches Beispiel, der Monteur fährt raus auf die Baustelle, ne, hat seinen Akkubohrer dabei, aber der ist nicht geladen. So, was macht er jetzt? Der hat die Ladung natürlich mit, ist gut gelaufen. Das eine Mal, wo er sie nicht mit hat, kriegst du es mit, weil er muss da zurückkommen. Aber der hat die mit, dann senkt das Ding an die Ladung, 15 Minuten, ja, ist das mal am Handy, er kann ja auch nicht arbeiten gerade, Akkubohrer muss ja da sein. 15 Minuten ist das Ding geladen, jetzt arbeitet er. 15 Minuten Arbeitszeit, die einfach weg sind. Die musst du bezahlen, ne, aber die sind weg. Das sind Dinge, die bekommst du gar nicht mit. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht. Angenommen, du hast jetzt eine Kollegin im Büro und diese Kollegin, die hat die ganzen Informationen über die Baustelle bei sich und der Monteur hat jetzt irgendein Problem draußen. Was macht er jetzt? Sie ruft die Kollegin an. Die Kollegin ist aber gerade nicht am Platz, sie holt sich gerade einen Kaffee. Die ist 5 Minuten später wieder am Platz und sieht die verpasste Anruf, will den Kollegen anrufen, aber gerade kommt ein Anruf rein, ne? Das heißt, sie ruft in 10 Minuten erst wieder zurück. Der Monteur wartet jetzt auf der Baustelle auf den Rückruf. Der kann gerade nicht arbeiten, weil ihm die Information fehlt von dieser Person. Auch das ist ein Problem. Das kann man lösen. Da gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber das sind so Beispiele. Das kriegst du aber gar nicht mit, weil die lösen es untereinander. Das ist von beiden aber eine gewisse Arbeitszeit, die einfach futsch ist. Ne? Einfach für nichts. Und wie kriegst du sowas am besten raus? Im Endeffekt ist es so, du kannst nach folgenden Stellen im Unternehmen ausschalten. Ich meine, klar, wo ganz offensichtlich Fehler passieren, brauche ich nicht drüber reden. Da solltest du eh ein Auge drauf haben. Aber ein ganz großes Thema ist Kommunikation. Was bedeutet das? Wenn es notwendig ist, damit der Mitarbeiter seinen Job machen kann, dass er einen anderen Mitarbeiter zu irgendeinem Zeitpunkt fragen muss, damit er seine Arbeit erledigen kann, ich wirklich Fragen schreiben, irgendeine Art der Kommunikation, wo der Mitarbeiter nicht ins System guckt und sagt, ach, da ist die Info, geil, ne, damit kann ich weiterarbeiten, sondern wo er sagen muss, ich muss wirklich mit dieser Person in Kontakt treten. Da kannst du dich drauf verlassen, wenn Fehler passieren. Zum einen kostet es Zeitkommunikation, zum anderen ist Kommunikation sehr fehleranfällig. Bedeutet, letzten Endes, wenn ich dir jetzt etwas sage, oder du, dann kennst du wahrscheinlich auch, du hast deinem Mitarbeiter was gesagt, der soll das und das machen und der macht was komplett anderes. Und denkst dir, ey, was ist mit los mit dem? Also irgendwie, der denkt nicht mit. Ne? Aber die Kommunikation ist sehr missverständlich. Also die Worte, die ich verwende, wenn ich groß sage, meine ich ein anderes groß, als wenn du groß sagst. Einfach basierend auf den Referenzwerten aus der Vergangenheit. Und das ist jeder Mensch anders. Bedeutet, Kommunikation ist immer fehleranfällig. Das heißt, man sollte Kommunikation mit Standards ersetzen. Bedeutet, letzten Endes, also Kommunikation mit Standards ersetzen. Bedeutet, es sollte ein Standard sein, dass wenn der Mitarbeiter sich an den Prozess setzt, er niemanden mehr fragen muss, sondern die Daten in einer gewissen Form, in einem gewissen vorgegebenen Standard im System stehen. Bedeutet, er muss nicht jemanden fragen, sondern er hat die Daten immer in der gleichen Weise aufbereitet. Und wenn da ein Fehler passiert, dann kannst du immer noch gucken, woran lag der, war es das Mitarbeiter schuld oder war der Standard nicht gut, dann kann man den Standard auch neu definieren oder anders definieren, umändern. Ne? Aber letzten Endes, genau so schafft man es halt, dass man die Probleme in seinem Unternehmen extrem reduziert, indem man halt ein standardisiertes Vorgehen einfach definiert. Bedeutet, am Umkehrschluss aber auch, dass du natürlich jeden Prozess schrittweise mal unter die Lupe nehmen musst und dir überlegen musst, was könnte ein guter Standard dafür sein. Wichtig an der Stelle ist aber auch ein was. Letzten Endes ist es so, du denkst dir, okay, das könnte ein guter Standard sein, du probierst das aus und du stellst fest, es klappt ja irgendwie gar nicht. Also es ist irgendwie kein guter Standard, sondern ich habe jetzt erst das probiert und es hat dafür gesorgt, dass ich, keine Ahnung, jetzt noch mehr Probleme habe an der Stelle. Das sind ganz viele Sachen, die wir wirklich mit immer sagen, Trial and Error, also probieren Fehler, probieren Fehler, probieren Fehler. So, wir haben es bei uns so gemacht, wir haben tatsächlich diese Dinge in der Vergangenheit schon mal mit einigen Partnern zusammengetragen, was es alles für Themen sein können. Es geht über Montage, über Backoffice, über also Rechnungslegung, Mahnung, Angebote, Arbeitsvorbereitung, diese ganzen Themen haben wir uns damals schon mal angeschaut. Und es gibt viele Wege, die man nutzen kann, viele Wege führen nach Rom, aber viele Wege führen woanders hin. Und wenn ich nach Rom möchte, dann sollte ich halt die Wege nach Rom auch nehmen und haben die Sachen identifiziert, die da funktionieren. Wenn du da Interesse daran hast, dass wir da mal drüber sprechen, was bei dir konkret sein können, was bei jedem etwas anders ist, auch klar, lass uns gerne mal einen Termin machen. Und das ist klar, du kannst dich gerne auf al-beratung.de da eintragen und dann können wir gerne mal drüber sprechen, wie du in deinem Unternehmen konkret Fehler vermeiden kannst. Nur das erstmal als Grundsatz, merk dir, Kommunikation erzeugt Fehler, Kommunikation solltest du mit Standards ersetzen.
Ne? Also ungeregelte Kommunikation. Kommunikation mit Kunden ist natürlich notwendig. Also du wirst nicht verhindern, dass der Kunde mal anruft und eine Frage stellt. Das ist halt so. Das ist auch ganz normal, das ist auch in Ordnung. Aber untereinander sollten die Leute möglichst nach Standards arbeiten und nicht miteinander kommunizieren müssen. Es ist übrigens auch ein Standard, dass der Akkubohrer geladen ist. Nur als Beispiel. Ne? Mittelfristig kriegst du das raus, indem ich wirklich in den Prozess selber reinsetze, aber es dauert Jahre. Wirklich Jahre, bis man das vernünftig hat, bis man da vernünftig Prozesse geschaffen hat, die auch funktionieren. Deswegen nimm gerne die Abkürzung, melde dich bei uns und wir beraten dich erstmal kostenfrei, was man da tun kann. Ne? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen mitgenommen. Auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, wie du Probleme im Unternehmen findest und vor allem dann auch vermeiden kannst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da, dass du nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal.